Hallo Leute, zurück zu einer nächsten Mod-Erklärung. Und zwar ist das heute der Improved First Person Mod. Und man sieht schon, meinen Arm rechts nicht, beziehungsweise den Arm des Minecraft-Spielers. Denn man sieht jetzt wirklich alles so wie die Minecraft-Figur in der First Person. Und zwar sehen wir jetzt, wenn wir laufen, sowohl unsere Füße als auch einen Teil von unserem Oberkörper. Und auch unsere Arme, die hier so ganz gechillt mitschwenken tun. So, und wenn wir jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel, wir bauen mal schnell was. Das ist ja hier, weiß nicht. Mal Cobblestone. Dann könnt ihr hier immer noch ganz normal bauen. Es verändert sich halt wirklich nur die Sichtweise. Gut, wenn man jetzt nach oben baut, sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, aber... Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man so direkt die Sicht von der Minecraft-Figur hat. Also, ne? Manchen stört es vielleicht. Ich finde es eigentlich ganz geil so. So, und außerdem können wir jetzt, nehmen wir mal erstmal ein Schwert. Dann sehen wir, der Player trägt das Schwert, ja, so wie es sein soll. Es hängt nicht so irgendwie in der Luft wie sonst immer. Genauso können wir jetzt auch Spitzhacke. Da muss ich mal hier aus Creative rausgehen. Das wäre noch mal was. Upsi. Oh, Survival. Sehen wir jetzt, dass das natürlich viel besser aussieht, finde ich, wenn man abbaut. So. Und außerdem haben wir jetzt... geh doch mal an hier. Creative. Ich bräuchte eigentlich gar kein Creative, da ich too many Items drin habe. Bogen und Pfeile. Das ist eigentlich die Sicht, wie man den Pfeil schießt, finde ich, ist eigentlich am geilsten von allen. Denn man könnte sich jetzt so zum Beispiel hier so ganz gechillt, ne? Ja. Mal gucken, ob ich treffe. Der Arrow Cam Mod wäre jetzt ganz geil. Hallo. Boah, ich treffe das Schwein nicht, so ein Schwein, ey. Hallo. So, ne? Also der Mod überarbeitet halt komplett das ganze... Die ganze Sicht von dem First Person. Ich glaube, wenn man mit der Schaufel gräbt, sieht das auch ein bisschen an. Natürlich sieht natürlich alles anders aus, aber sieht das ein bisschen realistisch aus. Finde ich sogar was mit der Spitze, ne? Entwicklungsschritte, das ist ja wohl schlimm. Ich habe das nämlich gerade nachgelesen. Mod. Da hat Fraps gerade kurz Probleme gehabt. Ja, das war gerade komisch. Na egal. Der Mod ist natürlich komplett verfügbar im Multiplayer, ohne dass der Server irgendwas installiert haben muss. Das heißt, ihr könnt den Mod in aller Ruhe installieren. Und der funktioniert denn wunderbar auf einem ganz normalen Minecraft-Server, der keine Mods installiert hat. Funktioniert natürlich auch auf einem Bucket-Server oder auf einem Mod, oder auf einem Server, der Mods installiert hat. Das ist scheißegal. Das einzigste Wichtige, was ich dazu noch sagen muss, ist, dass der Mod nicht mit jedem Mod kompatibel ist. Zum Beispiel mit dem Animated Player Mod ist der jetzt nicht kompatibel. Und ansonsten noch mit dem Gulliver Mod, also der Mod, wo der Player größer werden kann. Also, da habe ich mal ein Portal gebaut. Also der Mod ist mit all dem nicht kompatibel, was den an dem Player, an der Sicht irgendwas ändert. Überall da buggt der Mod hier rum, um das nur nochmal erwähnt zu haben. So, ansonsten war es das jetzt mit dieser Mod-Erklärung. Oh, warte mal, jetzt interessiert mich aber noch hier. Einfach und. Creative. Hab ich auf Englisch oder auf Deutsch? Deutsch. Wie nennt man denn das? Übelkeit? Ne, warte mal, Tränke. Und zwar möchte ich doch noch was zeigen. Verlangsamung, Schwäche,
Vergiftung, Direktheilung, Vergiftung, ach, leck mich doch, ich habe doch hier too many Items. Geht doch viel schneller. Und ich bin halt Eilöffel. Ah, Hunger, halt, der ist doch, ist egal. Ist egal, ist egal. Um das nochmal zu zeigen, wie das jetzt aussieht, wenn der was isst, ne? Ach, und das ist das jetzt aus, wenn das ist. Also der hält das Fleisch jetzt förmlich in euer Gesicht. Das sieht mit 3D bestimmt richtig fantastisch aus. Oh, Babyzombie. So, dann würde ich sagen, auch das Video schon mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ein KI-Fehler. Ciao.